Seid ihr jetzt wirklich hier? Link, wo seid ihr nur gewesen? Habt ihr keine Ahnung, wie sehnlich alle auf eure Rückkehr gewartet haben. Ja, ihr führt doch was auf, Honey, oder? Hast du erzählt? Nächste Woche wird knapp. Das wird eng. Muss mal schauen. Ist Prinzessin Zelda nicht bei euch? Bitte sucht zuerst Pura auf. Das große Gebäude auf der Nordseite ist das Forschungslabor. Pura sollte dort im ersten Stock zu finden sein. Okay. Einen wunderschönen guten Abend, Alina. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, wenn ich wüsste, wo der Norden ist, kann ich ihm... Ah ja. Da ist der Norden. Okay. Wir werden doch mit allen reden. Erstmal dahin. Upp, upp, upp. Wo ist Pura? Oh, hallo. Halt! Rubelo kommt. Was machst du denn da? Joseph, vielen Dank für die Likes. Dankeschön. Kann ich klagen und selbst? Ich bin zufrieden. Bin zufrieden. Das sind Joshas Werkzeuge für die Erforschung der Abgründe. Die darfst du ohne Erlaubnis nicht anfassen. Das war nett. Sonst bekommst du riesen Ärger. Hehe, du! Wo hast du nur gesteckt? Rubelo Leitner Pura-Pet-Entwickler? Ich glaube, das stand da. Nein, warte, erzähl mir am besten später alles. Erst einmal sollst du schleunigst zu Pura gehen und mit ihr sprechen. Seitdem ihr beide verschwunden seid, ist sie richtig missgelaunt vor lauter Kummer. Sie sollte im ersten Stock sein. Sei so gut und geh zu ihr, damit sich endlich keine Sorgen mehr machen muss. Bin heute in der Story ein gutes Stück weitergekommen. Wie viele Herzen hast du jetzt, Alina? Ich dachte, ihr macht irgendwie so eine Tanzaufführung oder so, Honey. Was für ein Text sagst du denn da so? Also, um was geht's? Beten? Ist das nur... Warte mal. Ihr Lichter. Können wir hier auch mehr Herzen bekommen? Okay, ich muss hier drinnen hoch. Außen hoch? Außen hoch. Du hast 9 Herzen und 2-mal Ausdauer und so. Okay. Du hast auch einige Schreine gemacht. Da ist er doch, oder? Da ist er doch. Die Gude. Man zeigt einen normalen Antrag in unserem Jugendzentrum. Okay, cool. Voll wichtig, die Aufklärung. Huch, sehe ich recht? Ja. Das ist gar nicht Pur. Joseph, ich grüße dich. Das ist Zelda, richtig, genau. Das ist neue Zelda, Tears of the Kingdom. Was letzte Woche Freitag rausgekommen ist. Sonst so quasi vor, ja, voll gut. Wichtig. Goldene Sound, blaue Augen, die Direktorin Pura. Der Herr Ritter, er ist zurückgekehrt. Das sind wir. No. Das ist ja... Wo kommst du auf einmal her? Stopp. Du bist kein Gespenst, oder? Ui. Der Arm sieht ja wild aus. Wild. Steht schon mal fest. Wild. Wild. Wir haben reichlich zu bereden. Da ist Pura. Da ist sie wieder. Na, kommt da was? Ja, da kommt was. Nun, Prinzessin Zelda, ihr wolltet also die Geheimnisse von Schloss Hyrule erkunden, ja? Und im Untergrund seid ihr auf eine Mumie gestoßen, welche vor euren Augen zu neuem Leben erwachte. Dann ist Prinzessin Zelda in die Tiefe gestürzt und verschwunden. Das muss der Zeitpunkt gewesen sein, als das Schloss plötzlich hochschwebte und gleichzeitig all die Ruinen herabfielen. Du bist auf einer Insel im Himmel erwacht. Der Arm, der die Mumie niederhielt, muss dich also irgendwie gerettet haben.
Und dann hat dir ein fremdes Wesen das Pura-Pet überreicht. Auch soll der rechte Arm vorher jemandem namens Rauru gehört haben? Aber das Master-Schwert ist weg. Da kann man von Glück reden, dass dich Prinzessin Zeldas Stimme schließlich zu uns geführt hat. Schön nochmal ein kleiner Recap bekommen, wie alles passiert ist, wenn man so ein bisschen ja, Richtung Alzheimer geht, etwas älter ist. Ja. Ist gut. Jetzt kann sie auch alles nachvollziehen. Es ist unglaublich. Wie um alles in der Welt hast du den Sturz von dort oben heil überstanden? Rauru, soweit ich weiß, hieß doch der erste König Hyrules von den Legenden berichten so, nicht wahr? Da bin ich mir zum Beispiel bei der Lore überhaupt gar nicht so sicher, ob wir das schon vorher jemals gehört haben. Mit dem Recap? Nice. Das ergibt alles überhaupt gar keinen Sinn. Nur eins kann ich mit Sicherheit sagen. Die Mumie, die du im Untergrund gesehen hast, steht gewiss mit dem Kataklysmus in Verbindung. Und was den Zustand des Schlosses und die vom Himmel herabgehenden Ruinen betrifft, es würde mich doch sehr verwundern, wenn hierfür nicht auch der Kataklysmus, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ne? Oder Kataklysmus, verantwortlich wäre. Bis gleich, Honey. Was mich jedoch am meisten fasziniert, ist die Tatsache, dass du die Stimme der Prinzessin gehört haben willst. Bitte finde mich, das waren doch ihre Worte, richtig? Wenn das stimmt, dann ist die Prinzessin also noch am Leben. Ja, glaube ich auch. Vielleicht konnte sie unter Schloss Hyrule Schutz finden und ruft dich nun von dort aus zur Hilfe. Es ist mir etwas unangenehm, dich direkt nach deiner Rückkehr um einen Gefallen zu bitten, Link, aber melde dich bitte beim Suchtrupp, der unter dem schwierigen Schloss Hyrule auch schon nach euch beiden hält. Der Name des Truppenführers lautet Holm. Holm. Bitte hilf ihm dabei, die Prinzessin so schnell wie möglich zu finden. Ja. Die Mumie, die dir so übel mitgespielt hat, befindet sich vielleicht noch immer in der Nähe. Aber die Zeit drängt und uns bleibt keine andere Wahl. Ich zähle auf dich, Link. Neue Quest. Pura, Direktorin des Spähpostens. Beste und bekannteste Forscherin auf dem Gebiet antiker Technologien im ganzen Land. Einst im Dienste des Könighauses erforschte sie später mit Prinzessin Zelda die Sona-Kultur und das Miasma, das ursprünglich in Schloss Hyrule erschienen war. Ihr Zeitalter von mehr als 100 Jahren sieht man ihr nicht an, da sie an sich selbst Versuche zur Altersumkehr vorgenommen hatte. Zeitweise wirkte sie sogar noch jugendlicher als jetzt. Naja, die weiß, wie der Hase läuft. Die weiß, wie es geht. Was machst du jetzt in Zelda, Alina? Und Sven weiß jetzt schon, ob das Spiel ihr holst? Auf nach Hyrule geschafft. Aber ich habe da gerade was gesehen. Zielpunkt der schwebende Schloss. Ich würde mir gerne die anderen mal durchlesen. Aktion, da wird das mal gezeigt, was wir hier machen können. Das sind unsere Skills. Krogsam. Charaktere. Okay. Ich habe ein paar Dinge gefunden, die mich das Leben erleichtern werde. Okay, du gehst erkunden. Alles klar. Bevor ich es zum vierten Mal falsch vorlese. Ich hätte mir auch einmal denken können. Zelda, Prinzessin von Hyrule. Prinzessin des Königreiches Hyrule, das vor 100 Jahren dem Ruin anheimfiel. Da sind manchmal Wörter dabei, wo ich mir denke, warum zur Hölle kenne ich die noch nicht so richtig? Warum höre ich das zum allerersten Mal? Besitzt Versiegelungskräfte, die in ihrer Familie über Generationen vererbt wurden und gab sich einst hin, um die Verheerung Ganon zu versiegeln, die zuvor Hyrules Untergang herbeigeführt hatte. Seitdem Link sie von dieser Pflicht erlöst hat, hat sie sich dem Wiederaufbau Hyrules verschrieben, ist jedoch nun spurlos verschwunden. Rubedo, den haben wir auch gerade kennengelernt. Pura-Pet-Experte, dessen Ex
Exzentrik nur noch von seinem maschinenbaurichten Fachkenntnissen übertroffen wird. Im Akala-Institut setzte Robedo seine Forschung ein, um Link zu unterstützen. Anschließend half er Pura im Hateno-Institut, kennen wir von BioTV, bei der Entwicklung des Pura-Pads. Da das Pura-Pad zum größten Teil auf seiner Forschung beruht, ist Robedo jedoch recht ungehalten darüber, dass es nun den Namen seiner Kollegin trägt. Das tut mir leid. Wir nennen es ab sofort Robedo-Pad. Rauru. Dieser geile Satz steht halt immer noch. Ne? Einziger Besitz des rechten Arms. True, der ist jetzt uns. Ja? Wir sind quasi in Cosplay-Rauru. Erhaben, enigmatisch und eigenen Worten zufolge einziger Besitzer von Links wunderlichen neuen Arm. Trägt denselben Namen wie der Gründer König Hyrules. Angeblich hatte Zelda ihm bereits von Link erzählt. Doch bevor Link mehr von der mysteriösen Gestalt erfahren konnte, war sie auch schon verschwunden. Kann nicht jeder von sich behaupten, das stimmt. Wir haben nur Hauptziele bis jetzt. So nach Zelda, okay, das ist... gefühlt wird das unendlich sein. Karte, klar, Album. Und irgendwas noch mit Fragezeichen. Seid ihr euch... Ei, arme Prinzessin Zelda. Sie ist ganz allein irgendwo unter Schloss Hyrule, also ganz genau da, wo auch diese gruselige Mumie war. Ich an ihrer Stelle würde in Ohnmacht, Schockstarre und Scheintod gleichzeitig fallen. Himo, einen wunderschönen Abend. Ich grüße dich. Wie geht's dir? Bitte, Herr Link, rette unsere liebe Prinzessin Zelda. Na gut. Pura? Wenn die Prinzessin will, dass wir sie suchen, dann sollten wir das auch tun. Und zwar schleunigst. Wenn du dich unter dem schwebenden Schloss Hyrule umsiehst, solltest du Truppenführer Holm finden. Er leitet einen Suchtrupp, dem du dich anschließen solltest. Gemeinsam müsst ihr Prinzessin Zelda finden. Ich verlasse mich auf dich, Link. Also, bevor wir jetzt irgendwo sofort hinrennen, schauen wir uns erstmal gemütlich hier im Dorf um. Warte mal, wir gehen doch nicht mehr Leitern, oder? Wer geht denn noch Leitern in dem Spiel? Also... Okay, das kriegen wir nicht hin. Was war hier? Ein Sonnenschirm. Okay. Da können wir nichts machen. Erstmal nicht. Das sieht ein bisschen sass aus. Wir gehen runter. Falscher. Das war ein bisschen viel. Diese andere gute Geduld habe ich. Also, schauen wir uns hier in Ruhe um. Vielleicht gehen wir irgendwie nach unten. Irgendwo nur nach oben. Mit den Leuten ein bisschen reden. Robedo, da ist er doch. Hey, du, hast du eine Ahnung, wie viel Sorge ich mir gemacht habe? Ich war weg? Nein? Dass also der Arm von dem Pura geredet hat, ja? Schon seltsam. Nein, dafür ist jetzt keine Zeit. Stimmt es, dass du das Pura-Pad hast? Dein Pura-Pad ist noch nicht ganz perfekt. Da ist noch Luft nach oben. Wenn die Sache mit Joshas Erforschung der Abgründe erledigt ist... setze ich meine Forschung im Institut in Hateno fort. Also gibt es auch wieder Hateno. Ich bin auch echt gespannt, wie viele Dörfer wir wieder noch finden werden. Was mich auch am meisten interessiert. Ne? Vielleicht weiß noch der eine oder andere bei BOTW, haben wir ja ein Dorf aufgebaut, was drumherum so eine Schlucht hatte. Vielleicht werden wir das ja wiederfinden, auch aufgebaut. Da waren, glaube ich, waren da viele Goron? Ich weiß es nicht mehr. Ich meine schon... Das wäre ziemlich cool. Wenn wir solche Sachen aus dem alten Teil dann auch wiederfinden und auch, ja, vielleicht auch wieder aufbauen können. Irgendwie sowas in die Richtung. Also folge mir, wenn die Zeit reif ist, sollst du auch nach Hateno kommen. Okay, Frage beantwortet. Danke dir. Wer bist du? Anada. Diese ballonartigen Teile, die vom Himmel gefallen sind, werden also Sonobauteile bezeichnet. Allzu viel ist über Sonobauteile noch immer nicht bekannt, aber für Pura ist das anscheinend kein Hindernis.
Meine Chefin ist nicht nur der schlauste Kopf von Hyrule, sondern auch als ein Konstrukteur ein Genie, wie dieses Vehikel deutlich zeigt. Ja, das können wir doch bestimmt irgendwann zusammenbauen. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier schon die ersten Sidequests bekommen. Ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass wir auch mit vielen Leuten reden, weil... Spähpostenbrunnen, ja. Da bin ich. Weil es da, glaube ich, echt wirklich viel gibt. Und ich glaube auch sehr viele gute Sidequests. Habe ich es auf jeden Fall gelesen. Torda. Tut mir leid, aber ich habe gerade viel zu tun. Nicht schlimm. Hm? Link? Du ahnst ja nicht, wie erleichtert ich bin. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Wo bist du denn bloß gewesen? Tut mir leid, wenn ich alles etwas zu dramatisch sehe. Du möchtest zur Estopura, oder? Im Moment überlege ich gerade, wie man am Spähposten eine Pferdestation bauen könnte. Life, der sich mit Pferden auskennt, ist auch hier und es wäre praktisch, wenn er sich um die Pferde hier kümmern könnte. Der Bau der Station wird wohl einige Zeit in Anspruch nehmen. Aber schau doch mal vorbei, wenn alles fertig ist, Link. Machen wir. Life is life. Na, na. Na, na, na. Oh, hier können wir was kaufen. Ah, wie toll. Oh, die Hylia-Serie hat wohl auch deine Aufmerksamkeit auf sich gezogen, ja? Ja. Die Sachen haben ein tolles Design und auch eine Passform. Auch die Passform ist perfekt. Beliebt bei Reisenden, unerlässlich für Abenteurer. Kostet der Spaß? 70. Hylia Kapuze. Gewand 130 und die Boots 120. Moin Jan, ich grüße dich. Willkommen in Hyrule. Komm ruhig näher, willkommen. Bist du zum ersten Mal hier, oder? Die ist der einzige Laden, den es am Spähposten gibt. Ich weiß, auf den ersten Blick macht er nicht viel her. Aber in meinem Heimatdorf gehörte mir der Krämerladen. Daher bin ich sicher, dass ich hier eine gute Auswahl anbiete. Es würde mich freuen, wenn du Stammkunde wirst. Was ist denn erstmal dein Heimatdorf? Mein Heimatdorf heißt Angelstedt. Kennen wir? Es liegt so weit im Süden des Landes, dass es auch das Dorf an der südlichsten Spitze genannt wird. Aber dann tauchten plötzlich Piraten auf. Mir gehörte der Krämerladen dort, aber ich konnte mir nur noch meine Waren schnappen und dann rannte ich los. Ich möchte wirklich gerne wissen, wie es dem Dorf ergangen ist. Aber ich glaube fest daran, dass ich eines Tages in meine Heimat zurückkehren kann. Also muss ich jetzt Handel treiben. Bitte such dir aus, was du haben möchtest und sprich da mit mir. Kauf von mir. Ach, wir können jetzt hier sein... Okay. Wir können Sachen verkaufen. Weiß doch nicht, ob ich das tun möchte. Ich bin mir halt noch nicht sicher, ob so ein Rhodonit oder so ein Opal, ob wir die nicht vielleicht noch gebrauchen können. Wir können auch Essen verkaufen. Ja, 27 Pilzspieß. Und ich werde es halt machen, wie in anderen Spielen auch. Ich werde nur Kleidung verkaufen. Entweder, wenn ich sie doppelt habe, oder ich weiß nicht, ob wir hier nachher Platzprobleme bekommen. Das weiß ich nicht. Alles klar, dann nicht. Freue mich, dass du mir so viele interessante Sachen gezeigt hast. Das. Zwei, also Äpfel kaufe ich nicht. Höchstens irgendwann Pfeile, aber Äpfel auf gar keinen Fall. Da würde ich eher eine halbe Stunde rumrennen und irgendwelche Bäume abklappern und da mir die Äpfel runterholen. Also, wenn du wirklich dieser Link bist, von dem alle reden, dann musst du ja ziemlich stark sein. Ja. Wäre klasse, wenn du mir ein paar Tricks beim Kämpfen beibringen könntest, sobald wir mit dem Auftrag fertig sind. Unmöglich. Oder bist du es wirklich, der große Ritter, der besungene Held? Ein Glück, dass du sicher zurückgekehrt bist. Ich bin Oberkommandant Clarence, Anführer der Monsterwehr. Unsere Aufgabe ist es, die Monster zu bekämpfen, die überall in Hyrule aufgetaucht sind. Allerdings helfen wir auch bei der Suche nach Prinzessin Zelda, die immer noch verschwunden ist. Welch ein Glück, dass du wohlauf zu uns zurückgekehrt bist, Link. Leider ist die Prinzessin wohl weiterhin verschollen. Einige Mitglieder der Monsterwehr nehmen derzeit Schloss Hyrule unter die Lupe und suchen nach Spuren. Ich bete, dass sie nach ihrer Rückkehr Neues zum Verbleib von Prinzessin Zelda zu berichten haben. Spurensuche im Schloss. Naja, unter dem Schloss sollte man jetzt wohl sagen, Direktorin Pura möchte, dass wir die Gegend rigoros absuchen. Schließlich war der Untergrund von
Untergrund von Schloss Hyrule Prinzessin Zeldas letzter bekannter Aufenthaltsort. Und damit die Suche auch erfolgreicher ist, hilft die Monsterware mit und dreht jedes Steinchen dort um. Monsterware. Ganz genau. Wir sind eine Gruppe unerschrockener Krieger, die alle im Königreich von Monstern beschützen. Wobei im Moment etwas anderes tun. Direktorin Pura hat uns nämlich einen besonderen Auftrag gegeben. Wir sollen für sie das Schloss auf den Kopf stellen und dort nach Spuren suchen. Willkommen zurück, Honey. Was gibt's denn Feines? Ich habe mir gerade den Kopf zerbrochen, ob ich unseren Leuten nun Verstärkung schicken sollte oder nicht. Aber wenn ein Recke deines Kalibers ihnen zu Hilfe eilt, kann ich meine anderen Kämpfe ruhigen Gewissens hier lassen. Holm und sein Suchtrupp werden sicher ganz aus dem Häuschen sein, wenn du wie aus heiterem Himmel zu ihnen stößt. Bissel Rührei, nice. War immer gut. Welch ein Glück, dass du wohl auf zu uns zurückgekehrt bist, Link. Leider ist die Prinzessin wohl weiterhin verschollen. Einige Mitglieder der Monster wäre okay. Achso, okay. Das kennen wir. Holm? Bitte erzähl mir doch von deinen Heldentaten, wenn es einmal keine Monster zu bekämpfen gibt. Das wird dauern. Welch ein Glück, dass du wohl auf zu uns zurückgekehrt bist, Link. Leider ist die Prinzessin wohl weiterhin verschollen. Okay, kommt immer das Gleiche. Alles klar. Sag mal hier, gute Frau. Also. Oh, guter Mann. Als du angekommen bist, hatte ich so ein Gefühl, dass es hier bald nicht mehr zurück zu gehen würde. Ha, aber darüber zerbrech mir jetzt nicht den Kopf. Wenn du das erste Mal hier bist, kannst du dich beim Soldaten im Zentrum des Speerposten informieren. Moin Simon, danke für den Lurk. Oder hast du vielleicht vor, ein Pferd zu registrieren? Leider befindet sich dieser Stall immer noch im Aufbau, also müsstest du damit ein wenig warten. Ein Pferd registrieren? Wenn du ein Wildpferd registrierst, kannst du es an einem Stall jederzeit zu dir bringen lassen. Wie du siehst, ist hier kein Platz, um einen großen Stall zu bauen, aber ich wollte einen Ort, der für die Pferde da ist. Und deshalb baut uns Torda vom Bauunternehmen Dumpster. Torda von Dumpster. Eine Pferdestation. Sobald die fertiggestellt ist, kann man hier Pferde registrieren, unterbringen und abholen, wie in jedem anderen Stall. Ich fände es wirklich sehr cool, wenn wir das irgendwie unterstützen könnten. Wenn wir das selber machen könnten. Also den Stall mit selber aufbauen. Sei es jetzt Materialien hinbringen oder irgendwie eine Quest erfüllen. Das wäre schon echt nice. Wer bist du? Wer ist eigentlich live? Früher habe ich im Stall der Orni in Hebra gearbeitet. Hebra sagt mir gerade nichts, aber ich denke mal schon, dass es auch aus BTW ist. Ich habe mich da um die Pferde gekümmert, das war gute Arbeit. Aber dann kam eine gewaltige Kältewelle, sodass immer weniger Gäste kamen und wir irgendwann schließen mussten. Zu guter Letzt wurde der Stall wohl vom Kleeblatt-Kurier oder so ähnlich gekauft. Ich wusste nicht mehr weiter, bis mich Pura gefragt hat, ob ich mich nicht um die Pferde am Speerposten kümmern will. Und da bin ich nun. Pack dir schön warm ein, falls du nach Hebra aufbrechen möchtest. Es ist wirklich enorm kalt dort. Okay, also in den Berg. Dann schauen wir uns mal weiter um. Musst du ein Outfit für den CSD aussuchen? Habt ihr irgendein Motto oder so? Spricht ihr euch da ab? Tut mir leid, ich bin gerade beim Schwertkampftraining. Wir müssen uns also so unterhalten. In Ordnung. Man weiß nie, wann ein Monster angreifen, darum muss ich weiter an meiner Schwertkampftechnik feilen. Mit jedem Schwert kämpft es sich anders. Es ist also eine gute Idee, verschiedene Schwerter auszuprobieren. Wenn du ihre Eigenheiten kennst und richtig einsetzen kannst, sollte es dich nicht stören, wenn sie zerfressen sind. Verstehe ich nicht? Meine Waffen zerfressen sind? Etwas Ausgefallenes haben, okay. Okay, okay. Guten Tag. Das sieht doch aus wie ein Aufzug. Transflagge da schon, dann Farben. Ach, ich meine, so viel Zeit hast du ja auch nicht mehr, ne? Hier was Passendes zu suchen. Guten Tag. Nichts Ungewöhnliches, das ist gut. Link!
Du bist zurück, deshalb war es also da unten so laut. Dass du aus dem schwebenden Schloss entkommen konntest. Wobei, etwas anderes ist von Prinzessin Zeldas Auserwähltenheld wohl kaum zu erwarten. Da fällt mir ein, ich sollte Prinzessin Zelda aufsuchen und sie wieder willkommen heißen. Ich verstehe. Aber nun ja, irgendwie... Da hoch gehen wir auch. Da müssen wir auch wirklich klettern. Okay. Hüt. Da hinten scheint nichts außergewöhnlich sein. Also fünf kleine Stücke von oben nach unten. Hellblau, pink, weiß, pink und hellblau. Etwas weiß für die Mitte. Und jetzt fehlt noch hellblau und pink. Ah, in die Haare damit. Aber dann passt wieder nicht von oben nach unten, ne? Das geht dann nicht. Ah, bitte nicht anfassen. Der Brunnen wird gerade noch gebaut. Ich kann nicht riskieren, dass du dich verletzt oder gar hineinfällst. Dürfen wirklich nicht dran. Du interessierst dich für diesen Brunnen? Der Brunnen wird gerade noch gebaut. Ich kann nicht riskieren, dass... Okay. Ich beeile mich ja schon so gut, wie ich kann. Warte bitte noch etwas. Können wir ihm helfen? Bis die Fettestation fertig ist, wird es wohl noch etwas dauern. So etwas braucht Zeit. Schließlich soll die Fette dort gut versorgt werden. Schlechte Arbeit wird live nicht durchgehen lassen. Nee, es hat nichts gebracht. Harald Blau wäre perfekt. So, dann habe ich einen weißen Rock. Ja, da bist du doch schon durch jetzt. Da haben wir doch alles geklärt. Schade, kann ich irgendwas tun? Um da reinzukommen? Damit habe ich ihm geholfen. Ich meine, manchmal so ein bisschen FPS-Einbrüche ist aber jetzt nicht super wild. Stört mich nicht. Erst recht, wenn es zu kurz ist. Mit denen haben wir allen gesprochen. Okay. Okay, hier ist ein bisschen Naschi-Naschi. Da schauen wir uns mal komplett an. Ja, oder... Wir klettern eine Runde, ja. Ist denn irgendwo anders noch was drauf? Da oben, ha? Pink ist insgesamt zweimal hellblau und zweimal pink und einmal weiß. Hm. Ja, hallo Felix! Felix, hast du Rache ausgeübt heute? Konntest du heute Rache ausüben? Das ist wichtig, das interessiert mich am meisten. Geil, Leute, wir gehen jetzt raus und erkunden die Welt. Ich freue mich ein Ast ab. Die Quest ist da oben. Ich würde sagen, wir folgen erstmal der Hauptquest. Und nehmen dann auf dem Weg dahin so viel wie möglich mit. Schreine. Kleine Dörfer. Sowas. Ruinen von Hyrule-Stadt. Das Vermächtnis des Zeitalters der Mythen und Legenden. Wer hätte gedacht, dass wir es einmal in dieser Form zu sehen bekommen würden? Für uns von der Sonau-Forschungsgruppe ist es ein sensationeller Glücksfall. Sie sollten dankbar sein, aber was ist in aller Welt ist dieser Kataklysmus? Kura hat sich in einem Forschungslabor eingeschlossen, um den Kataklysmus zu erforschen. Sie hofft dadurch Hinweise auf den Verbleib Prinzessin Zeldas finden zu können, aber bislang wohl ohne Erfolg. Ach, nur noch Licks? Okay. Ob es Prinzessin Zelda gut geht? Da haben wir diese extrem seltenen Ruinen hier und ich kann mir gar nicht richtig konzentrieren, weil mich das so beschäftigt. Ich würde hoch.
Café. Nix. Hallo. Das ist eine Batteriemaschine. Wenn ich Zusatzbatterien für dich herstellen soll, gib mir Sonau Energiekristalle. Wir brauchen davon 100, ne? Ja. Sah die beim letzten Mal auch so aus? Aber ich finde gut, dass sie auf das platziert ist. Oh Gott, ich kann es einfach nur... Oh, ist auch sogar auf der Map markiert. Batteriemaschine, okay. Okay. Mal erstmal den nächsten Dungeon. Ah, okay. Ah, ich drück dir die Daumen. Das wird noch was. Was wird? Ich hab so Bock, hier alles zu erkunden. Ja, ma, hallo. Einschreien. Und unglaublich viel zum Aufbauen. Ich bete darum, dass wir die Möglichkeit haben, das zu tun. Hello there. Wann habe ich das gemacht? Habe ich das gemacht oder gefunden? Ich habe doch nicht mir einen Bogen ans Schwert gepackt. Na gut. Der rennt dann auch schneller weg als gedacht. Was haben wir hier vorne? Alles erkunden. Hölze. Hat einer schon herausgefunden, wie viele Crocs es geben wird im Spiel? Da würde ich mich echt gerne spoilern lassen. Ich will nicht extra danach googeln. Ja, hallo Robin! Wie ist die Lage? Wie geht's dir? Wie geht's euch? Wichtig.